Sonnenstadt TV live vor Ort. Wir sind für Sie live vor Ort, liebe Zuschauer, und wie Sie gerade schon gesehen haben, im wunderschönen Bayerischen Wald und dort im beliebten Ferienort Bodenmais. Und wir, muss man ein bisschen korrigieren, es ist Björn Kasper, der für Sie gerade vor Ort ist, um Ihnen Joskas Glaswelten vorzustellen. Absoluter Freizeittipp, liebe Zuschauer. Und wir werden ja gleich lauschen, was der Björn uns alles zu erzählen hat. Ich freue mich sehr und bin gespannt, wo genau er da gerade steht. Hallo Björn, grüß dich. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, Sonnenklar-TV live vor Ort wieder unterwegs an den schönsten Orten, die Sie auch unbedingt mal erlebt haben müssen. Und Sonnenklar-TV hat die Bayerische Woche ins Leben gerufen. Alle Hotspots, 30 tolle Produkte, 30 tolle Orte, die man gesehen haben muss. Und lieber Josef Kagebauer, liebe Alina Kagebauer, ich bin jetzt im Joska Glasparadies. Und als ich mich vorbereitet habe hier auf die Bayerische Woche, war ganz klar, oben auf 1, Joska Glasparadies. Denn hier kann man einiges erleben, ne? Ja, ich hoffe doch. Bin ich überzeugt von. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei uns seid. Genau, so ist es. Wir im Bayerischen Wald haben hier das Joska Glasparadies. Ein Areal auf über 70.000 Quadratmeter Fläche. Und hier gibt es alles zu sehen, was Glas bedeutet, vom Handwerk, vom Design, die Kinder können mit teilnehmen. Also es ist hier das ganze Jahr was geboten und hier haben wir das gläserne Herz, also sprichwörtlich stehen wir vor dem gläsernen Herz der Glaskunst. Wie kommt man zu Glaskunst? Also was steht dahinter? Ist Bodenmais bekannt für sein Glas? Ja, hier die Region Bayerischer Wald ist ja generell die Glasregion. Und es sind ja unheimlich viele Glashütten hier ansässig. Deshalb gibt es ja auch die Glasstraße. Und der Mittelpunkt der Glasstraße ist das Joska Glasparadies. Und wir versuchen den Gästen nicht nur Glas zu verkaufen, sondern wir wollen auch allen Besuchern zeigen, wie wird Glas hergestellt, was für eine Faszination ist hinter dem Glas. Damit steigt die Wertschätzung natürlich und wir spüren es ja an den Zuspruch der Gästen, sie genießen es und ein Aufenthalt hier ist schon was Erlebenswertes. Erlebenswert wirklich, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Normalerweise haben wir eine Live-Schalte gehabt. Hier haben wir direkt drei Live-Schalten, weil ich gesagt habe, hier gibt es so viel zu erleben, über 70.000 Quadratmeter. Liebe Alina, ihr habt auch richtig tolle Events in eurem Kalender. Genau, also meine Lieblingsjahreszeit ist auf jeden Fall die Weihnachtszeit hier bei uns im Joska Glasparadies. Dort gibt es ganz viel zu entdecken, wenn so langsam der Duft von den gebrannten Mandeln wieder durch unsere Verkaufsausstellung zieht, wenn die Weihnachtsausstellung aufgebaut wird. Wir haben einen tollen, größten, gläsernen Weihnachtsbaum aus Europa, der steht bei uns, den kann man bestaunen. Und auch ansonsten gibt es viel zu entdecken rund um die Weihnachtszeit. Es ist alles im Garten wunderschön illuminiert und das macht für mich einen ganz besonderen Zauber aus. Ich finde auch was besonders aus. Man kann hier bummeln, man kann hier einkaufen, die Kinder haben Spaß. Und zum Abschluss gibt es auch noch was Leckeres zu essen. Ne? Ja, natürlich. Wir runden den Tag natürlich ab. Also bei uns soll man sich wohlfühlen, von morgens, wenn man kommt, bis abends. Und da bleibt das Kulinarische nicht aus. Wir haben ein tolles Erlebnisrestaurant, einen schönen Biergarten, ein Café Cristallino, also verschiedene Locations, wo man sich das leibliche Wohl befriedigen kann in allen seinen Facetten. Haben viele, viele Themenwochen, die wir anbieten. Jetzt momentan die Knödelwoche. Ne? Ja, herzlich eingeladen. Ja, ja. Da haben wir verschiedene Spezialitäten. Aber da kann ich vielleicht unseren Gastronomieleiter, den Thomas, mal mit dazu holen. Thomas, es gibt ja viele, viele Sachen. Unser Gastronomieleiter, der hat viel im Repertoire, was bayerisch, traditionell, aber auch ein bisschen über die bayerischen Grenzen hinaus bestimmt Sie begeistern wird. Ja genau, jetzt im Moment haben wir die Knödelwochen. Da geht es natürlich rund um den Knödel. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, auch von meiner Region, von der Heimat. Aus Franken habe ich was mitgebracht, nämlich die fränkischen Baggers. Werden auch aus Knödelteig hergestellt. Dann gibt es natürlich verschiedene Braten mit verschiedenen Knödel. Vom Semmelknödel bis zum Brezenknödel, bis zum Spinatknödel. Für vegetarische Sachen ist was geboten. Und natürlich gibt es auch noch mehr als nur Knödel. Wir haben unser ganzes Spektrum am Essen und Kulinarik Tag für Tag immer wieder. Der Grill wird angeworfen, habe ich gesehen. Der Grill wird am Wochenende angeworfen, genau. Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten,
alle rundherum glücklich zu machen mit salzigen und natürlich auch später mit süßen Geschichten. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, jetzt wissen Sie, warum ich diesen Ort hier für Sie rausgesucht habe, den Sie mal besucht haben müssen. Schreiben Sie es auf. Josca Glasparadies in Bodenmais. Zurück zu euch nach München. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Das macht Lust auf Urlaub im Bayerischen Wald und vor allem einem Abstecher in Joscas Glasparadies. Herzlichen Dank, ihr alle, für diese vielen Infos. Und für Sie geht's weiter mit Urlaubsangeboten bei Sonnenklar TV.